So. Da habe ich jetzt keinen Bock hinzugehen da unten. Das ist ein Leben. Aber brauche ich nicht. Habe ich jetzt keinen Bock zu. Ich zock das Spiel ja nur für euch an. Ah, hab's doch geholt. Jetzt komme ich nicht mehr hoch. So, Timmy, mal ein bisschen nach rechts lenken. Das hätte es auch getan. Ach komm. Speicherpunkt. So, jetzt bin ich auch schon kurz vor Level Ende 1. Jetzt kommt noch hier so eine kleine Gegnerwelle auf mich zu. Die hauen wir einfach mal um. Also ich finde das Schwertschwingen so ist viel cooler als das Schießen. Das Schießen braucht man irgendwie nur in der Luft. Effektiver ist auf Boden hier das Schwertschwingen. Slow-Mo! Das war's auch mit Level 1. Na komm! Und ihm nach. Stufe abgeschlossen, genau. Hier seht ihr, wie viel blaue Diamanten, rote Herzcontainer und Scheiß ihr sammeln könnt und Leben. Das wird natürlich alles hier in Punkte gerechnet und weiter geht's. Die Standorte sind geschlossen, um die Angreifer aufzuhalten und Sparksters alter Rivale Exelgier steigt gen Himmel, um zu entkommen. Sparkster nimmt die Erfolgung auf. Starten wir doch einfach das Level. Wem interessiert die Story? L, um zu fliegen. Jo, ich kann mit dem Analogstick so wie mit dem Steuerkreuz auch lenken. Ich bin eher der Steuerkreuz-Fan, so halt oldschool, ne? Gewöhnt vom Super Nintendo und so weiter und Mega Drive. Halte Viereck, um den Beam zu laden. Hier, das ist, erinnert mich auch voll an Mega Man. Die Gegner haben hier so kleine Minen an sich geheftet oder Bömmchen. Wenn ich die abschieße, fliegen die alle schön mit in die Luft. Also Leute, ich finde echt, ich kann euch, wenn ihr Jump'n'Run-Fans seid, kann ich euch das Spiel nur wärmstens ans Herz legen. Es macht super viel Bock. Ja, ich muss zugeben, ich stehe auch auf Jump'n'Run. Muss nicht immer hier, ne? Kopf abschlagen und anderes sein. Es kann auch mal niedlich sein. Ich entspanne mich auch gerne nach einer Runde Dead Island oder 4 und Silent Hill und Resident Evil, also so, alle so Angstspiele. Da spiele ich gerne mal zum Runterkommen, zur Entspannung hier so ein nettes Jump'n'Run nochmal zwischendurch, muss ich ganz ehrlich gestehen. Halte Kreis für Burst Dash. Na, das ist doch scheiße. Also, wir sind hier im Level 2 wohlgemerkt, aber man merkt schon, dass die Schwierigkeit leicht, nicht unfair, sondern nur leicht steigt. Das ist auch richtig so, weil es gibt Spiele, die denkst du am Anfang, wenn du dann sagst so, ach, was ist denn das für ein Käse, kommst du in Level 2 da rein und bist tausendmal am Abnehmen, ja. Also, das ist schon faire, eine faire Steigerung hier. Oh, jetzt geht's aber ab hier. Ich schieß jetzt einfach mal wild drauf los hier. Kein Bock, alles aufzuladen. Und die nächste Fahrt geht abwärts. Speicherpunkt, immer gut.
ja, schöne Horizontal-Shooter-Einlagen. Die Wölfe warten praktisch darauf, hier einen aufgeladenen Schuss abzukriegen. Hier gibt es halt auch Kombo-Multiplikator für Rekordpunktzahlen, damit man sich hier in den Leaderboards messen kann. Übrigens zwischen der PlayStation Network und der Xbox 360 Fassung gibt es übrigens kaum Unterschiede. Bei der PlayStation gibt es etwas mehr Bildrateneinbrüche, doch auch hier hält sich das Geruckel in super engen Grenzen, so dass das Spiel recht flüssig spielbar bleibt. Seht ihr auch, also ich habe jetzt hier nichts Großartiges gesehen. So, jetzt haben wir hier mal einen Endboss. Hier kriegt jetzt auch mal gleich eine drauf. Und ich komme auch schon mal in der Zwischenzeit zu meinem Fazit. So, kommen wir doch direkt zu meinem Fazit. Ich will euch jetzt hier nicht zu viel spoilern von dem Spiel. Kauft es euch selber. Konami hat den Charme der Vorgänger wunderbar eingefangen. Rocket Knight ist waschechte Plattform-Action alter Schule mit viel Geballer, schönen Sprungsequenzen und guten Kämpfen gegen Bossgegnern. Dank der großen HD-Levels mehr Übersicht, so dass man besser auf anrückende Feinde sich einstellen kann. Das Highlight des Spiels sind die Akrobatikanlagen mit der superflüssigen Steuerung. Es macht sau viel Laune, Sparkster wie eine Flipperkugel durch die Level zu katapultieren und nebenher ein paar Wölfe umzumieten. Ja, die Entwickler hätten sich trotz allem ein kleines bisschen mehr einfallen lassen können in Hinsicht der Attacken. Mega Man war schließlich schon in den 80ern lernfähig. Die Spielzeit beträgt rund 3 Stunden. Man muss sich aber ins Gedächtnis rufen, dass es sich um einen Arcade-Titel handelt. Man kann ein Arcade-Game ja nicht mit einem 50-Euro-Spiel vergleichen. Ja, trotz der 3 Stunden macht es trotzdem viel Spaß, die Level von vorne zu starten und den Highscore zu brechen. Also Leute, wer mal wieder Bock hat, im klassischen Stil zu hüpfen und zu ballern, liegt bei Rocket Knight Gold richtig. Und trotz einiger recht knackiger Passagen wird es auch nicht so frustig wie bei Capcoms blauen Helden. Jo, das war's von mir. Zurück zu euch. Bis bald, eure Frau Zimmi.